Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rollercoaster Tycoon 3 Platin mit mir, dem Basti. Ich muss mich echt noch daran gewöhnen, das zu sagen. So, Fahrzeuge. Drei Stück. Passt. Finanzen. Ohne Scheiß. 2 Dollar ist ja wohl angebracht für so eine Sache. Kunden, ja, können wir mal sehen. Dann öffnen wir mal. Okay, öffnen. So, jetzt müssen wir natürlich die Kunden weiter hinten hinlocken. Und wie schaffen wir das mit weiteren Attraktionen? Ja, und in den Kommentaren stand, dass man Delfinbecken mit Wasser basteln kann. Heißt, wir brauchen Wasser. Ganz viel. Okay, wir müssen also erstmal... Boah, erstmal was zum Dingens, denn das. So. Okay, vielleicht auch nicht ganz extrem. Müsste schon reichen. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, bauen wir ein Delfinarium. Hoffentlich. Wo auch immer das war. Oh Gott, wo war es denn? Da. Okay. Das geht also. Vielleicht ist es einfach noch nicht bereit genug. So, nochmal. Jetzt sollte es aber funktionieren, oder? Ich verstehe das nicht. Na egal, dann haben wir halt einen kleinen See. Ist auch ganz hübsch. So. Wir brauchen aber noch einen kleinen Fressstand. Und zwar mit Breizen. So. Bitteschön. Boah, wie wär's mal mit Straßenbeleuchtung? Ist ja voll die gute Idee, ne? Und ein Mülleimer. Gotische Weglampe. Läuft doch. Ja, wir müssen sparen. Eigentlich nicht, aber ist egal. Hört sich besser an. So, Mülleimer brauchen wir natürlich auch. Da. So, ich fahre direkt noch einen.
Und wir machen weiter, liebe Freunde. Ich hätte mal so die Idee gehabt, erstmal den Weg vielleicht einzuziehen. Oh. Das. Ja, ab und zu flackert das Bild so komisch schwarz. Ich weiß auch nicht so ganz, woran das liegt. Oh. Weißt du was? Machen wir es einfach mal so. Ist auch was Neues. So. Ja, guck, siehst du, machen wir hier einfach die erste Hilfe hin. Und eine Toilette. Vielleicht auch noch. So. Und was noch ganz wichtig ist, natürlich Lampen. Oje, oje, das Spiel ist echt tricky von der Steuerung her. Aber wir wollen die Besucher natürlich weiter hinten hinlocken. Deswegen machen wir mal ein Gruselhaus hier hin. Auch wieder eine ganz normale Anstellschlange. Und dann einen normalen Weg zurück. Erstmal ein paar ruhige Fahrten hier hin, also auch eine Riesenrampe schon. Insektenhaus, wie geil ist das denn? Ah, es gibt verschiedene Eingänge. Okay, das wusste ich nicht. So. Da schwimmen echt Fische drin. Nee, warte mal, sind das Fische oder sind das Leute? Enten. Okay, alles klar, wir brauchen also jetzt Personal, es geht langsam los. Die Dinger sind defekt. Also stellen wir mal Leute ein. Ne, nicht Spiel beenden. Was wollen wir denn mal machen hier? Wie geht das nochmal? Mixmaster auch nicht. Szenerieobjekte. Reklametafel. Ja, wo kriege ich jetzt das Personal her? Wir sind auch nicht. Scheiße, Mann. Alter Schwede. Augenblick. Wo kriege ich das denn jetzt her hier? Alter Schwede. Wo gibt's denn die hier? Wasserrutsche? Nein. Anova? Nein, auch nicht. Personal, da. Ein Mechaniker einstellen. 2, 3, 4. Wo bist du? Eine Sicherheitskraft. Noch eine Sicherheitskraft. Entertainer? Nö, brauche ich nicht. Tierpfleger brauche ich. Doch, Tierpfleger brauche ich. Oh, doch nicht. Cool. So. Mechaniker, Sicherheitskraft.
Entertainer. So, ich brauche mein Personal. Nee, falsch. Mein Personal da. Okay, pass auf. Du bist da hinten. So, eins. Boah, da du gerade schon hier bist. Der ganze Anfang hier dir. Ist das nicht toll? So. So, perfekt. Alles abgedeckt. So, Mechaniker. Kümmerst dich hier drum. So, Mechaniker 2. Sich hier drum. So. Und Mechaniker 3. Du kümmerst dich bitte hier drum. So, meine Sicher... Parkinspektor. Egal. Sicherheitskraft 1. Sicherster Park, dankeschön. Bis hier, sagen wir mal. Und dann hat Parksicherheit 2. Bis hier Aufsicht. War nur bis da. Genau. So, war. Glücke. Das war weg. So. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt basteln wir noch mal ein bisschen was hin. Ist ja klar, dass wir irgendwann einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit brauchen und Personal, aber das ist jetzt. Guck mal, hier können wir es reinbauen. Ja, guck mal, nutzen wir die Fläche doch mal direkt. Das war aber irgendwie ganz schön scheiße angefangen, sehe ich gerade. Ja, ich habe es noch nicht so ganz raus, aber es kommt langsam. So.
hier lang. Einmal zurück. Gott, oh Gott, das ist voll schwierig, hier wohl den Überblick zu behalten, weil du siehst einfach nichts. So, passt doch, perfekt. So, jetzt machen wir noch einen Gang hinten schön. Gut. Sir. Was stimmt nicht mit Ihnen? Hallo? Ich möchte bitte runter. Ah. Gut. Okay. Alles klar. Hat sich erledigt. Was ist jetzt passiert? Alter, willst du mich jetzt hier verarschen oder so? Okay, das passt, ne? Gut. Alles klar. Ich wähle dich. So, sollte klappen oder sollte noch machbar sein hier. Gut. Dann wirst du jetzt eröffnet. Aber natürlich kriegst du mehr Boote. Okay. Finanzen. Wie sieht's denn damit aus? Ja. 1,20 reicht. Räuchtige. Aber irgendwie kommen die Leute hier nicht so ganz durch. Es fehlt, glaube ich, Attraktionen. So. Eine Kinderbahn. Was ist denn die fliegende Untertasse? Ja, sicher. Einmal hierhin, dahin. Da reicht auch ein normaler Weg für. So spannend ist das nicht. Was haben wir hier noch für Kinder? Man muss ja nicht unbedingt für Kinder sein. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu groß hierfür. Haben wir nicht noch etwas? Ah, da. Zack. Ja, ist das Problem halt. Wir haben kein Geld. Also keine Geldprobleme. Deswegen können wir eigentlich bauen, was wir wollen. Ist ziemlich egal. Naja, gut. Aber ihr seht, unser Park wächst schon langsam. Naja. Und auch hier an die junge Dame, die für uns immer die Thumbnails macht für die Facebook-Fanpage. Ich finde das eigentlich ganz gut, das Teil, was du benutzt. Weil ich weiß auch hier zum Beispiel nicht, was ich jetzt benutzen soll. Deswegen,
überlasse ich es einfach dir. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.